die ist natürlich riesengroß, speziell zu vielen Personen, Menschen, aber natürlich auch zu dem Club. Es ist ein sehr, sehr emotionaler, leidenschaftlicher Club, der sehr viel opfert, dass es diesen Verein überhaupt in dieser Konstellation noch gibt. Weil in der Vergangenheit war nicht alles richtig, was wir gemacht haben. Deswegen hoffen wir, dass wir in der Gegenwart da besser in der Organisation, in dem Zusammenhalt versuchen, diesen Verein wieder nach oben zu bringen. Na gut, für die Abgänge war ich ja dann auch dann nicht mehr so verantwortlich. Da war ja auch vieles schon vorher geregelt. Für den einen oder neunten Zugang bin ich natürlich mitverantwortlich. Ja, wir sind gut unterwegs. Man sieht auch in den Ansätzen, dass gewisses Potenzial da ist. Nur wir müssen das sicherer machen. Wir müssen das konstanter machen und vor allen Dingen müssen wir das überzeugter über 90 Minuten bringen. Weil immer nur Ansätze werden dann nicht reichen, um Spiele zu gewinnen. Ja gut, dass wir in der Offensive nicht so besetzt sind, so ausgewogen, so ausbalanciert, das sieht man dann auch. In der ersten Halbzeit haben eigentlich zwei Mittelfeldspieler im Sturm gespielt. Also wir haben praktisch fast ohne Stürmer im ganzen Spiel gespielt, zumindest sagen wir, Stürmerverhalten. Und dafür dann kann man dann auch, könnte man auch zufrieden sein. Aber mein Anspruch ist natürlich relativ hoch. Ich will immer das perfekte Spiel. Auch das perfekte Spiel ist natürlich auch in der Regionalliga manchmal nicht möglich. Ja gut, ich meine, das ist ja bekannt, dass ich auch für sowas stehe. Identifikation ist ja nicht nur während des Spiels, Identifikation ist ja auch außerhalb des Spiels, unterhalb der Woche. Ich möchte gerne, oder wir wollen Spieler, die unbedingt für Energie Cottbus spielen wollen, die einfach dankbar sind und die den Club dienen. Und ich glaube, wir brauchen eine Mannschaft. Wir brauchen nicht Einzelspieler, sondern wir brauchen eine Mannschaft. Das haben wir aber eigentlich immer hinbekommen. Zumindest wo ich die Verantwortung hatte. Also da bin ich sehr zuversichtlich, da sind wir auf dem richtigen Weg, nur wir brauchen mehr Sicherheit in unserem Spiel. Ja gut, das gilt ja für alle Mannschaften. Das ist ja die Regionalliga Nordost ist ja da am meisten mit gebeutelt, dass sie halt sehr wenige Spiele gemacht haben, relativ immer wieder die Hoffnung gehabt, dass man die Saison fortsetzen kann. Und dann kam der Abbruch, aber das betrifft ja auf alle Vereine. Das ist dann, da sollten wir jetzt auch nicht zurückgucken, sondern nach vorne gucken und sollten dankbar sein, dass wir jetzt spielen können. Und wollen wir hoffen, dass die Saison dann einigermaßen durchgeführt werden kann, dass uns nicht die Pandemie nochmal einholt oder sag ich mal so einen Lockdown verschafft, dass wieder der Fußball komplett in der Regionalliga Nordost eingestellt werden muss. Auf der anderen Seite geht die Gesundheit immer vor. Die Gesundheit steht über allen. Ich kann im Moment ehrlich keine Ziele definieren. Erstmal 100% Mannschaft werden, erstmal 100% daran arbeiten, dass wir sicherer sind, dass wir überzeugter sind, dass wir selbstbewusster sind und dass wir nicht nach hinten gucken, sondern nach vorne. Der ein oder andere Spieler wirkt immer noch so verunsichert, ist immer noch nicht so in den Abläufen, wie ich mir das gerne wünsche. Und zumal der Kader noch nicht zusammen ist, da kann ich keine Platzierung oder Wünsche äußern. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann würde ich natürlich sagen, jedes Spiel gewinnen und Platz 1. Das scheint mir aber im Moment noch unrealistisch zu sein. Ja, wie in den letzten Jahren auch. Alkliniker macht es gut. BHK ist immer so eine Mannschaft, die immer sehr gute Spieler. BFC Dynamo hat aufgerüstet. Lok Leipzig. Meusewitz scheint stark zu sein. Chemnitz, Jena dürfen wir nicht vergessen. Im Gegenteil, die muss man natürlich erwähnen. Es werden wahrscheinlich 7, 8 Mannschaften sein. Wir würden auch gerne mitmachen, aber da müssen wir stabiler werden als das, was wir heute dann gezeigt haben.